Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved Staffel 2. Gestern hatte ich ein paar Komplikationen beim Fangen von einigen Parasaurus, wobei eher beim Fangen von Raptoren. Wenn ihr es gestern nicht erlebt habt, das ist wichtig, jetzt den Zusammenhang zu wissen, schaut euch die letzte Folge an, denn ich wurde von einem Raptor angegriffen, mein Parasaurus wurde getötet, ich habe den Raptor K.O. geschlagen und dann kam noch ein zweiter Raptor, der jetzt natürlich den anderen Raptor, der auf dem Boden liegt, bewacht. Ja, ob wir da aus der ganzen Nummer rauskommen, das erfahrt ihr jetzt. Brauchst du irgendwas, so ein Speer oder so? Nö, nö. Alles gut. Ja, es wird alles nichts bringen. Ich würde es da hinbringen, er wird mich töten, dann wird es da liegen. Ja. Ich muss halt nur an meine Leiche rankommen, dann ist alles gut. Dann kann ich alles vorbereiten. Ja. Ansonsten soll ich dir vielleicht mitkommen und helfen, wollte ich gerade sagen, aber ich verdurste schon wieder. Nee, upsi. Nee. Ja, sonst stirbst du auch mit. Ich bin ja derjenige, der eine Bola bauen kann, weißt du? Ja, das stimmt. Verdammt. Ich habe vergessen, nach meinem Trinken zu gucken, als ich unten am Wasser war. So, wo ist das Raptorlein? Da. Okay. Er ist weit weg von meiner Leiche, das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist schön. Muss mich gleich erinnern, dass ich die Klamotten anziehe, bevor ich auf ihn zulaufe. Wenn ich jetzt wüsste, wann du auf ihn zuläufst, dann gerne. Okay, so. Ich glaube, mein Raptor ist gerade aufgestanden oder so. Sah auf jeden Fall ziemlich wild aus, der Typ. So. Klamotten sind an. Raptor läuft da durch die Gegend. Schön. Was brauche ich noch für eine Bola? Ich kann sie herstellen, nice. Ja, sehr gut. Dann kannst du den Raptor fesseln, an deine Leiche gehen. Ne, ich habe ja meine Leiche schon. Oh, der sieht aber schick aus. Ja. Wie hier läuft in der Mitte ein Stego rum. Der sieht richtig cool aus. Der hat so pinke Kristalle an seinen Stacheln auf dem Rücken. Und hier läuft noch einer rum mit Orange. Das sieht geil aus. Hab ich dich, du kleiner Bastard. Du kommst mir nicht. Kannst du machen, was du willst. Komm schon, bitte fall um. Bitte. Ja. 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 Oh, sei mein. So. Da ist der andere Raptor, bevor der jetzt aufsteht und mich angreift. Guck ich mal nach. Ah, okay, der gleich mir. Wir haben zwei Raptoren, Schatz. Zwei sogar gleich. Ja. Ah ja, stimmt, der eine lag ja schon. Du, ey, das ist cool. Du kriegst den orange leuchtenden und ich krieg den grauen. Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Nice. Oh, benenne deinen Raptor, Schatzi. Ich kann sowas doch nicht. Keine Ahnung. Okay, ich habe ihm erstmal einen Namen gegeben und dann kannst du, wenn dir was einfällt. Ne? Ja, ich bin ja bei Namen immer nicht so. Dafür habe ich ja eigentlich immer die Zuschauer. Mhm. Ja, mein Kind. Also wenn euch im Nachhinein irgendwas einfällt, einfach bei YouTube unter das Video schreiben. Level 30 ist er. Das Level 30? Das ist krass. Ja, meiner wird zwar nur Level 8 sein, aber sieht cool aus. Ja. Ich will den pink leuchtenden Stego haben. Warum wohl? Leute, ich hab's geschafft. Was sagt ihr dazu? Bin ich der Größte oder bin ich der Größte? Ich bin der Größte, ich weiß. Ich weiß. Siegerschluck. Ach ja. Jetzt kommt irgendwo ein Tyranno angelaufen und tötet mich. Ja, das wär's jetzt. Und dann die, ja, genau. Und dann macht er den Siegerschluck mit meinem Blut. Hm. Und tötet gleich noch die Raptoren hinterher. Ja. Und dann sitzen wir da und denken so, nein! Wir haben viel zu wenig Bäume in unserer Umgebung, weil man diese riesengroßen Mammutbäume einfach nicht fällen kann. Ja, ich bin hier in einem Gebiet, hier sind ein paar Bäume. Also es gibt auch normale Bäume, so ist es nicht. Ja, ja, ich weiß. Die habe ich auch schon gesehen. Die normalen Bäume. So, aber ich habe ja noch ein Level-Up gehabt.
du? Was kann ich denn so Schönes machen? Ach, Steinpfeil. Stimmt, Level Up habe ich auch noch. Oh Gott. Bogen brauche ich ja nicht mehr bauen. Ich habe ja schon einen Bogen. Ist cool. Stimmt. Dann mache ich Steinpfeile. Dann kann ich mir Steinpfeile basteln. Jo. Jo. Ja, ich weiß nicht, ich hebe mir meine Punkte jetzt weiterhin erstmal noch auf, damit ich im nächsten Level die ganzen... Ja. Weiß nicht, weil mit dem Bogen kann ich eh nicht umgehen. Ja, dafür hast du später deinen Raptor, ne? Ja, genau. Aber ich kann mal gucken, wie lange es dauert, bis wir einen Raptor-Sattel bauen können. Ja, das wäre ganz cool. So. Jetzt haben unsere Dodos auf jeden Fall auch ihren kleinen Flur. Stufe 18. 6 Level noch. Ja, das klingt doch gut. Wobei 6 Level ist schon krass. Das geht ja fix. Naja. What? Ey, ich wollte das oben drauf bauen. Naja, mein Raptor ist noch ein bisschen bewusstlos. Ich bring schon mal deinen Raptor zu dir, ne? Joa. Den lasse ich dann hinter mir herlaufen. Oh nein, ich habe aus Versehen die Tür gebaut. Aus Versehen? Ja, aus Versehen. Weil man kann doch mit diesen Schnelltasten unten kann man doch auch bauen. Naja. Ja, und da habe ich aus Versehen eine Tür gebaut. So, aber denkt dran, die Maulwurfsratte nicht anzugreifen oder ihre Sachen zu klauen, weil sonst sind all unsere Tiere weg. Nee, um Gottes Willen. Ich meine, ich muss mich immer echt zusammenreißen, wenn die Kristalle da sind, aber nein. Alles gut. So, was fehlt mir denn jetzt schon wieder für die nächsten Wände? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall noch einen Stall für unsere Tiere bauen, falls was passiert, dass sie nicht alle krepieren. Und ich brauche Stroh ohne Ende. Hallo. Da ist er. Oh yeah. Hallo, Raptor. So, dann binde ihn mal an dich. Das ist cool. Ach so, warte. Verhalten, ne? Ja. Folgen aktivieren. Juhu! Dann hole ich mal ihn jetzt ab. Oh, der ist so cool. Ja, der leuchtet schön, ne? Aber ich finde den grauen einfach viel cooler. Auch wenn er im niedrigen Level ist. Ja, aber für mich bringt das mit dem hohen Level natürlich was, ne? Ja, stimmt. Der kann mich beschützen. Ja, wenn er zum Schutz für dich und für dich ist. Ja. So, Erdbeben. Sachen farmen. Ja, das Erdbeben ist perfekt, um Obsidian zu farmen. Ja, siehst du mal, wir sind jetzt, keine Ahnung, in der x-ten Folge oder so. Weiß nicht. Auf jeden Fall noch nicht so weit und wir haben jetzt schon unsere Raptoren. Ja, das ist absolut geil. Gib's auf. Ach, da ist der Pinke, den du meintest, ja. Ja, den will ich haben. Es wird gerade dunkel. Warum wird's dunkel? Vor allem mit einem Schlag. Ich glaube, deinem Typ habe ich die Wasserpilze gegeben. Deinem Viech, was du auf der Schulter hattest. Die Wasserpilze? Mhm. Achso, okay. Heißt, es frisst gar keine Beeren? Anscheinend nicht. Weil ich habe auf dem letzten Slot die Pilze. Und ich nehme an, dass es das letzte Viech war, was ich gezähmt habe. Das kann sein. Jetzt ist es dunkel und ich finde meinen Raptor nicht. Der muss hier irgendwo liegen. Ach, da liegt er. Oh, er leuchtet so schön. Und der ist auch gleich fertig. Ja, ich habe Licht angemacht. Soll ich zu dir kommen? Ich habe Licht. Alles gut, ich warte noch, bis mein Raptor fertig ist. Der braucht noch 10% und dann haben wir es. Ja, das ist voll cool im Dunkeln. Ich will voll die Lampe auf der Schulter. Ja, benenne deinen Raptor. Sehr schön. Oh, rote Pilze. Hilfe. Jetzt bin ich selber gerade fast in die roten Pilze reingerannt. Kannst du mal ausprobieren, was passiert? Nein. So, mein Raptor ist fertig. Nee, der sieht irgendwie ein bisschen gemein aus.
Haben wir jetzt eigentlich wenigstens noch zwei unterschiedliche Geschlechter? Das ist eine gute Frage. Meiner ist männlich. Warte, wo habe ich das gesehen? Achso, nee, meiner ist weiblich. Cool. Das siehst du auch. Das heißt, wenn du, also falls du dieses Mal das Raptor eigentlich wieder selber essen willst, dann können Kann wir nichts nochmal versprechen. Raptoren. Dann können wir gerne nochmal Raptoren paaren. Das können wir machen. Ach ja. Eine oh. Super Aktion gewesen. Hm? Der Dino leuchtet ja cool. Ja, wie haben wir ihn nochmal genannt? Nicht Igor? Egon leuchtet cool. Das ist cool, das hört sich gut an. So, ich komme nach Hause. Yeah. Ja. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einen neuen Parasaurus sehen. Mein alten Herz zerrissen für die beiden hier. Ja gut, aber es war ein würdiges Opfer. Ja, aber ein guter Tausch. Ja, oh. So, Arschlochus, du bleibst mal hier und wirst auf jeden Fall leveln. Oh Gott, fast hätte ich ihn kastriert. Das ist mir vorhin bei dem Parasaurus auch was passiert. Ich dachte, oh mein Gott, nein, um Gottes Willen. So, kurz mal dich streicheln, damit mein Arschlochus ein bisschen leveln kann. So viele Fasern, ey. Muss auch langsam mal in Angriff nehmen, eine neue Truhe zu bauen, damit wir mehr lagern können. Ja, auf jeden Fall. Na, mit den Fasern ist es okay, weil die brauche ich ganz viel. Damit, mit den Fasern hast du mir einen sehr großen Gefallen getan. Achso, ist ja gut. Nee, da habe ich mir schon einen Stapel rausgenommen. Was ist mal, da hat jemand schon Level Up. Achso, die Kleinen. Ach nee, das sind die. Ah doch, die haben auch Level Up, okay. Level Up, mehr Leben für dich. Jetzt muss ich nämlich erstmal aufpassen, weil ich glaube nämlich, dass ich Insekten anlocke mit meinem Licht. Das wäre nur allzu logisch. Ja, das stimmt. So, du hast noch kein Level Up. Hallo. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie irgendwas tun. Was, die Insekten? Ja. Also ich kann mich erinnern, dass die Insekten uns immer angegriffen haben im anderen Speicherstand. Ja, aber die sind irgendwie scheinbar... Also entweder haben sie einen kleinen Radius... Oder das Feuer lenkt sie vielleicht ab und dann sind sie friedlich. Keine Ahnung. Level 1? Oh. Aber man sollte sich von sowas mal nicht täuschen lassen, ne? Ja, das stimmt. Ein neuer Tag. Die Welt steht still. Oh, hörst du? Ist die Spinne von da drüben hier rüber? Okay. Die Spinne springt jetzt links neben uns herum. Ja, das habe ich schon gesehen. Die ist irgendwie rübergekommen. Mal, solange sie nicht hierher kommt, ist mir das egal. So, ich packe mein ganzes Leder jetzt erstmal hier rein. Dann gucke ich, wie viel ich noch brauche. Also ich habe jetzt Leder 125. Das heißt, ich brauche noch 35, ne? Oder wie viel? Warte, 80 plus 80. Ja, ne, gut, dann brauche ich nicht mehr. Dann brauche ich 15 noch. 15. Okay. Holz. So, Licht aus. So, dann hole ich auch gleichzeitig ein bisschen Holz, wenn ich die Parasaurus zähme. Ah, wir haben doch hier noch 100 Holz drin, was ist denn los? Echt? Ja, Pilzholz. Okay, na das ist mal, siehst du, das ist eigentlich ganz cool.
Gott, ich habe schon wieder Hunger. Was ist denn da los? Hast du neues Fleisch gehabt? Was du? Ja, ich muss nur ein bisschen Holz aufs Lagerfeuer legen, dann passt das schon. Hm. Ansonsten, dein Raptor hat ein bisschen rohes Fleisch noch drin. Wenn du ihm etwas abnimmst und dann ins Lagerfeuer haust, geht das natürlich auch. Ja, aber. Weil da sind jetzt noch zwei Fleisch drin und die werde ich wahrscheinlich essen. Ach so. Ja, gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich will doch meinem Raptor nicht alles wegessen, aber dann ja. Oh, wir haben schon 100 von diesen grünen Steinen. Ja. Auch wenn wir immer noch nicht rausgefunden haben, was man damit machen kann. Tja. Aber sie glitzern, also muss ich sie mitnehmen. So. Ja. Na. Ich baue jetzt noch mal kurz eine Truhe. Was brauche ich noch dafür? Was mit den Satteln? Das Leder habe ich hingetan. Stroh. Hast du noch Stroh am Start? Nee, das will ich gerade selber noch farmen. Dann könnte ich nämlich eine neue Truhe basteln. Nee, Stroh ist das Einzige, was Mangelware ist. Na gut. So, stimmt. Ich bin ja diejenige, die Sattel machen kann. Ja, ganz genau. Dann kannst du schon mit deinem losziehen, ne? Ja, stimmt. Oh, das ist cool. Dann brauche ich nicht mehr ganz so viel Angst haben. Zwei Dinos am Start. Ja. So. So. Nur den nächsten Parasaurus finden und dann ist alles gut. Stimmt. Dann brauchen wir bloß noch ein bisschen Leder, glaube ich. Ja, 15 Stück. Nö, mehr. Wieso? Na, 45 sind jetzt noch übrig. 45? Ja. Ach, 80 plus 80 sind 160, 140, lol. Ja. Ja, du hast ja vor allem auch vorhin hast du sogar noch 160 gesagt. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, ich merke schon. So, auf zum Para. Yay! Oh, ich habe vergessen, was zu essen. Hallo. Scheiße. Willst du mir was von deinem Fleisch abgeben, ja? Was? Ich habe irgendein anderes Viech geschlagen, das jetzt hinter mir ja. Ist aber scheiße langsam. Oh Gott, sie greift mich alle an. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? So, ich lock sie einfach mal ein bisschen weg und dann lege ich meinem Parasaurus die Früchte rein und dann können sie mich meinetwegen verfolgen. So. Ich glaube, sie haben schon abgelassen von mir. Okay, die sind so langsam, dass es sie sehr schnell nicht mehr interessiert, wenn ich weg bin. Okay, naja, dann. So, bis mein Fleisch jetzt gar wird, lege ich dem Para den Sattel an. Yay! Genau, der natürlich genau vor meinen Augen ein Häufchen gelegt hat. So. Okay. Ach so, ach, bin ich blöd. Ach. So. Hä? Was? Der Bär. Der sieht schon ziemlich böse aus. Geh mal woanders lang. Der Bär sieht definitiv böse aus, ja. Hä, wie ging denn das nochmal? Was? Mit dem... Ach so, ich glaube, ich weiß. Nee. Hä? Dieser Skin. Dieser Item-Skin. Ach so, irgendwie in der Mitte war so ein Skin-Slot. Kostüm. Nee. Nein. Irgendwo hast du ihn draufgezogen, auf jeden Fall. Ja, deswegen, aber. Oh nein. Ich finde das nicht mehr. Ups, ich habe mein Mikro geschlagen. Da ist ein neuer Carnosaurus gespawnt. Er ist noch ein bisschen weit weg von uns, aber es sieht so aus, als würde er sich so langsam in unsere Nähe bahnen. Dann hoffe ich, dass der Raptor gut drauf ist.
Ich kann reiten, endlich. Oh Gott. Guckt's euch an, Leute. Guckt die kleine Reggie an, wie sie sich freut. Mit ihrem Bullpink auf der Schulter, reitend auf dem Parasaurus, und hinter ihr läuft der Raptor. Das ist cool. So, kleine Maulwurfsratte, willst du mir jetzt immer noch irgendwas erzählen, ja? Ich glaube, den juckt das nicht. Wenn er so ein Kano fertig gemacht hat, ne, dann würde ich auch drüber nachdenken, ob du ihn angreifst. Nee, würde ich nicht, um Gottes Willen. Ich frage mich, was die Glühwürmchen essen. Die kann man auch zähmen, indem man ihnen Essen gibt. Wer weiß. Ja, ich hatte dein dein Bullpink mit den Aquapilzen gefüttert, ja. Okay. Habe ich gerade gesehen, als ich ihn angeklickt habe. Das ist cool. So. Cool. Hier, schnelle Beerenernte hier. Aber irgendwie kriegt man so auch nur Beeren, ne? Keine Fasern. Nee. Dafür war irgendein anderes Tier verantwortlich. Ja, okay. Triceratops habe ich hier nirgendwo gesehen, stimmt. Eine Triceratops. Hast du schon einen gesehen? Nee, stimmt. Ja, gut, aber die Karte ist ja noch groß, ne? Wir kennen ja bloß einen ganz, ganz kleinen Teil. Ja, stimmt. Haben wir hier nirgendwo mehr kleine Viecher zum Töten? Nein. Ah, doch, da. Ui. Na, höchstens die Insekten kannst du noch töten. Ja, die geben mir aber kein Leder. Das stimmt. Aber vielleicht Zitin. Ja, was soll ich denn damit momentan? Genau, ne? Sammeln. So. Ach, jetzt sehe ich vor allem wieder ein bisschen mehr. Das ist sehr schön. Toll. Weißt du, was mein Bullpink gerade gemacht hat? Gekackt. Von meiner Schulter aus hinter mir runtergekackt. Das sah gerade irgendwie ein bisschen komisch aus. So. Stroh, ich brauche unbedingt Stroh. Ja, ich auch. Ach, da sind Bäume. Oh, hi. Ach. Ein grüner Dodo. Dir. Ein grüner Dodo? Ein grüner. Der ist voll grün. Ist lustig. Ja. So, Dodochen. Leider muss ich dich jetzt auch töten, weil wir brauchen Essen. Huch. Was? Ich habe immer Angst, wenn der Raptor so, Leder. Wenn der Raptor immer so auf die Viecher losstürmt und ich dann immer drauf haue, habe ich immer Angst, dass ich den Raptor dann irgendwie töte oder so. Oh. Soll ich es wagen? Was? Als hätte ich dir zwei Eier gelegt, ey. Wer hat zwei Eier gelegt? Der Stegosaurus. Ich warte, und du willst ihn wegnehmen? Ich warte, bis ich Ausdauer habe und dann klaue ich sie. Jo, und das war es leider auch schon für heute. Wir haben es geschafft, tatsächlich beide Raptoren zu zähmen. Ich habe es nochmal geschafft, ein Parasaurus umzunocken. Den merken wir uns, denn da wird noch etwas sehr Schreckliches mit passieren. Also keine Sorge. Irgendwie verwehrt mir das Spiel doch irgendwann das Reiten. Keine Ahnung warum, ich darf einfach nicht reiten. Ja, und wie das Ganze mit dem Eiklauen ausgeht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.